Mit dem Stück Flotte Tänzer starten die Musikerinnen und Musiker vom Braunschweiger Mandolinenverein in die erste Probe des neuen Jahres. Dirigentin Ruth Hannemann will es aber gleich ganz genau wissen. Wenn ihr euch da noch einigen könntet auf eins, takatak, tak, takatak, tak, tak. Wesentlich ist in der Probe, dass wir unsere Stimmen zueinander bringen, lernen aufeinander zu achten, was macht die Stimme an der Stelle, wer führt, wo gehe ich ein bisschen mit meiner Stimme zurück. Und wenn das dann noch floppt und die Menschen wirklich gucken, und das tun sie ja quasi immer, ist es einfach schön, Musik gestalten zu können. Streng genommen ist das hier übrigens kein Mandolinen, sondern ein Zupforchester, da unter anderem auch Gitarrenspieler wie Thomas Barko dabei sind. Er ist vor knapp 1,5 Jahren zum Verein gestoßen. Ich komme gerne her, der Menschen wegen, aber ich merke auch, es lenkt mich vom Alltag unheimlich ab, mich auf die Noten zu konzentrieren, dieses gemeinsame Spielen zu erleben. Tatsächlich hatte ich erst gedacht, ich mag ja lieber den Klang der Gitarre als den Klang der Mandoline, aber wenn die so tremolieren, diese Mandoline, die haben was Besonderes und ich finde, das passt unheimlich schön zueinander. Das sehen offenbar auch die Landesmusikräte der Bundesländer so und haben die Mandoline zum Instrument des Jahres 2023 gemacht. Ihre Blütezeit hat sie bereits in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Davor war klassische Musik ja ein Privileg der Adligen oder Gutbetuchten. Und das Bürgertum, die Arbeiter wollten halt selber Musik machen. Und das geht halt mit der Mandoline, weil es leichter zu lernen ist und leichter zu spielen ist als eine Geige. Der Braunschweiger Mandolinenverein wurde bereits 1912 gegründet und hat aktuell 17 Mitglieder. Seit der Anfangszeit ist kaum eine Probe ausgefallen. Auch die Corona-Pandemie hat daran nichts geändert. Es wurde ganz viel telefoniert und relativ schnell haben wir dann angefangen, online zu proben. Was erstaunlich war, weil viele unserer Mitspielerinnen, die hatten noch nie mit dem Computer richtig gearbeitet. Und die haben dann alle Enkel oder Kinder oder Nachbarn gebeten, ihnen zu helfen und dann haben wir online geprobt. Das regelmäßige Musizieren hält vor allem die Finger der Mitglieder auch im höheren Alter noch fit. Ich liebe es. Ich liebe es. Und eines Tages wird es, ich habe ja überall auch 8 Hose, wenn Sie hier gucken, aber das habe ich immer noch geschafft. Aber auch die, die selbst nicht mehr spielen können, sind regelmäßig bei der Probe dabei. Für mich ist das so mal ein Ausgleich. Ja. Ich habe zwar noch eine Frau, da bin ich noch dankbar für, dass ich überhaupt noch mit meiner Frau existiere, mit meinem Alter. Ja. Und da habe ich meine 70 Jahre ja voll schon im Vorhinein. Und natürlich freuen sich die Mitglieder vom Braunschweiger Mandolinenverein immer über neue Gesichter, um auch weiterhin ihre Leidenschaft für das Instrument des Jahres auszuleben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt's noch mehr Nachrichten aus eurer Region montags bis freitags um 18 Uhr in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und wenn ihr wissen wollt, was in Niedersachsen und Bremen so alles los ist, dann schaltet auf jeden Fall ein oder schaut euch hier auf unserem YouTube-Kanal um und lasst vor allem auch ein Abo da.